Bei der Geburt besteht der menschliche Körper zu 95% aus Wasser. Ein Erwachsener besteht zu 70% aus Wasser. Nach einer medizinischen Faustregel überlebt der Mensch 3 Wochen ohne Essen, aber nur 3 Tage ohne Wasser. Die gesamte Erdoberfläche besteht zu mehr als 70% aus Wasser. Wenn wir auf fremden Planeten nach außerirdischem Leben suchen, suchen wir zuerst nach Wasser. Die einzige chemische Verbindung, die von Natur aus in allen 3 Aggregatzuständen flüssig, fest und gasförmig vorkommt, ist Wasser. Die Bedeutung von Wasser für unser ganzes Leben ist uns allen längst klar. Doch neben dem, was man über Wasser im Mainstream erfährt, gibt es Erkenntnisse, die nicht überall zu hören sind. Diese sind aber teilweise von größerer Bedeutung für das gesamte Bild, das wir von dieser Welt haben. Masaru Emoto, verstorben im Jahre 2014, war ein japanischer Parawissenschaftler und Alternativmediziner. Zudem war er Präsident von verschiedenen naturwissenschaftlichen Instituten. Ursprünglich studierte er Politikwissenschaften an der Städtischen Universität Yokohama und schloss eine Ausbildung als Alternativmediziner an der International Open University ab. Seit Anfang 1990 beschäftigte er sich intensiv mit Wasser. Diese Beschäftigung führte im Nachhinein zu einer ganz neuen Denkweise über dieses Medium. Seine Experimente zeigten, so unfassbar es auch klingen mag, dass Wasser auf Gefühle und Gedanken reagierte. Er beschriftete mit Wasser gefüllte Flaschen mit positiven und negativen Wörtern. Danach wurde das Wasser gefriert, fotografiert und beurteilt. Wasser, das mit positiven Gedanken beschriftet worden war, zeigte vollkommene Eiskristalle. Wasser mit negativen Gedanken zeigte stets unvollkommene und missgebildete Eiskristalle. Er setzte sich intensiv mit einem möglichen Zusammenhang zwischen der Qualität des Wassers und dem Aussehen der Eiskristalle auseinander. So zeigten Ergebnisse, dass weiterhin Musik Einfluss auf die Formation der Eiskristalle hatte. Mozart, Chopin oder Bach erzeugten helle Kristalle. Bei Heavy Metal gab es eine wirre Formation, als wären die Kristalle auseinandergebrochen. Wasser reagiert scheinbar auf verschiedene Frequenzen. Mit anderen Worten, es speichert Informationen ab. Das, was immer behauptet wurde, konnte nun auch, erstmal optisch, nachgewiesen werden. Und zwar, dass Wasser nicht immer gleich Wasser ist. Stadtwasser war matt und nur einfach geformt und sogar ohne jegliche Struktur. Quellwasser dagegen zeigte leuchtend symmetrisch geformte Kristalle. Im Gegensatz zu krankem Wasser bildet gesundes Wasser 6-eckige Kristallstrukturen, findet Emoto heraus. Gesund bedeutet Quellwasser oder Wasser, das mit Liebe und Dankbarkeit behandelt wurde. Leitungswasser oder Wasser, das Gifte enthält, ist dagegen nicht gesundes Wasser. Auch die Beschallung mit bestimmter Musik, wie zum Beispiel Heavy Metal, konnte das Wasser krank machen. In späteren Versuchen stellte er auch fest, dass elektronische Geräte einen zerstörerischen Effekt auf das Wasser haben. Wasser, das vor dem Fernseher, vor der Mikrowelle oder an einem Handy stand, zeigte zerstörte Strukturen, ohne jegliche Harmonie. Die meisten Menschen merken keinen Unterschied zwischen natürlich reinem Wasser und künstlich bereinigtem Wasser. Wasser kann natürlich bereinigt und mit Mineralstoffen versetzt sein, sodass es uns nicht schadet. Aber der energetische Zustand, dessen Einfluss auf uns wir noch nicht richtig kennen, könnte sehr schwach sein. Es gibt viele Indizien dafür, dass dieser energetische Zustand, gemessen in verschiedener Art und Weise, viel bedeutender für uns und unsere Umwelt ist. Seit rund 100 Jahren wissen wir, dass alles Energie ist. Immer mehr enttarnen sich esoterische Denkweisen als höchst wissenschaftlich. So langsam sollten wir vielleicht an das Übernatürliche glauben. Emotos Arbeiten sind heute in 45 Sprachen übersetzt worden und seine Ergebnisse gelten heute immer noch als Anreiz für weitere Forschungen.
Immer mehr wird akzeptiert, dass es einen viel komplexeren Zusammenhang zwischen Wasser und unserer Umwelt gibt. Der Zustand des Wassers ist nicht fix, sondern immer beeinflussbar durch Worte, Gedankenkraft, Emotionen und bestimmten Frequenzen. Ganz zu schweigen davon, wie sehr nochmal die Wichtigkeit von positiven Worten, Gedanken, Gefühlen und positiver Aura zum Ausdruck kommt, geht es hier um viel mehr. In Folge 60 und 61 haben wir über die Aura geredet. Dabei haben wir uns Experimente angeschaut, in denen auch die Aura von Pflanzen durch Emotionen und Gedanken beeinflusst wurde. Hinzu kommt nun diese Fähigkeit des Wassers, was auch für Pflanzen von großer Bedeutung sein muss. Wir hatten uns die Experimente von Professor Dr. Korotkow angeschaut. Er beschäftigte sich unter anderem mit der energetischen Aktivität von Wasser und stellte fest, dass die positiven und negativen menschlichen Emotionen den stärksten Einfluss auf Wasser hatten. Er entnahm eine einzigartige Wasserprobe aus Venezuela von einer Wasserquelle, die noch nie mit Menschen in Kontakt gekommen ist. Mit einem Gerät, welches auf Basis der Kirlian-Fotografie entwickelt wurde, konnte er die Energetik von Wasser messen. Das Wasser aus Venezuela war 40.000 Mal energetischer als gewöhnliches Wasser. Der Internist Dr. Knut Pfeiffer aus München betrachtet den Menschen als energetische Wesen und sieht über die Betrachtungsweise neue Heilungschancen. Unter anderem kam er mit dem sogenannten Semsem-Wasser in Kontakt, welches das heilige Wasser für Muslime ist und aus einem Brunnen im Hof der großen Moschee in Mekka stammt. Er fand Interessantes über dieses Wasser heraus. Als er durch einen Freund zufällig Semsem-Wasser in seiner Praxis hatte, schaute er, ob er bei Menschen, die dieses Wasser tranken, eine Veränderung beim Energiehaushalt beobachten konnte. Er testete 60 Menschen dafür. Alle reagierten auf dieselbe Weise. Pfeiffer erzählt, dass im Gegensatz zum Münchner Leitungswasser Semsemwasser den Menschen enorm energetisiert, wohingegen die anderen Substanzen Energie geraubt haben. Das Münchner Leitungswasser sei chemisch betrachtet sehr rein, doch energetisch eine Katastrophe, das geradezu die Energiefelder zerstört. Pfeiffer glaubt, dass in Zukunft eine völlig neue Medizin entstehen wird, weil die Menschen sich mit der Energie beschäftigen werden. Der energetische Unterschied zwischen Semsemwasser und normalem Wasser hat ihn fasziniert. Nun müsse man mehr darüber forschen, wo das Wasser genau herkommt, etc. Auch glaubt er, dass das Wasser auf dem Weg nach München Energie verloren hat und es in Mekka einen sogar noch viel größeren Effekt hätte. In der Bibel geht es in den ersten Zeilen um Wasser. Im Islam spielt Wasser bei der Schöpfung eine große Rolle. Es gibt die rituelle Waschung bei den Religionen. Beispielsweise auch das Gebet vor dem Essen macht nun wissenschaftlich Sinn, denn wir wissen nicht präzise, wie die verschiedenen Kristallstrukturen auf uns wirken. Wir machen uns nochmal klar, zu wie viel Prozent unser Körper, unser Planet und das ganze Leben aus Wasser besteht. Dann verstehen wir, wie wichtig es ist, Wasser zu verstehen. Doch vielleicht ist Wasser nur das erste Kapitel eines ganzen Buches, in dem es um einen tiefen Zusammenhang zwischen Körper, Geist und Umwelt geht. Emoto sagte etwas sehr Interessantes. Es geht nicht darum, dass Wasser oder Reis ein Wort versteht, aber es kann die Schwingung dieses Wortes verstehen. Nicht nur Musik, sondern auch Worte haben bestimmte Schwingungen.
Diese Schwingung ist beigebracht von der Natur und die Natur kann diese Schwingung verstehen. Professor Korotkow glaubt, dass Jesus mit der ihm verliehenen spirituellen und göttlichen Kraft Einfluss auf die Struktur des Wassers nehmen konnte. Aus heutiger Sicht ist es nicht unvorstellbar, auf spirituelle Art und Weise Einfluss auf das Wasser nehmen zu können.